Also darunter war eine Fernbedienung, die haben wir jetzt dabei. Hier sehe ich einen Schlüssel. Nimm. Kleiner Schlüssel. Was ist kleiner Schlüssel? Das klappt so nicht. Lies. Kleiner Schlüssel. Ist ja ein kleiner Zettel dran oder so. Hier gibt es nichts zu lesen. Okay, wir haben kleinen Schlüssel. Öffne. Kühlschrank. Ein Ei. Super Sack. Nimm Ei. Wir haben eine Fernbedienung, einen kleinen Schlüssel, eine Tröte, ein Tapetenfetzen, ein Ei, eine Telefonrechnung, eine Cashcard, ein Fisch im Glas und ein Ticket dabei. Unser Inventar sieht jetzt schon ziemlich abgefahren aus. So, schließe. Kühlschrank. Ich will nicht wiederkommen und eine riesige Stromrechnung haben und dann kein Geld mehr haben, um die Story zu beenden. Was ist Herd? Kann man das öffnen? Öffne Herd. Ich habe keine Lust zu kochen. Darum ging es nicht wirklich. Ich wollte nur Sachen mitnehmen. Öffne Schrank. Aha. Nimm, was auch immer das da gäbe ist. Buntstiftschachtel. Da ist ein Rohr. Können wir das Abflussrohr rausnehmen? Ich kann das nicht aufnehmen. Okay. Nimm Buttermesser. Da ist ein Knopf. Benutze Schalte. Was machst du? Das klappt so nicht. Ach, schalt ein wahrscheinlich. Schalt ein Schalter. Oh. Ja. Okay. Schalt aus. Schalter. Okay. Ich erinnere mich an dieses Ding. Das ist ein Müllschlucker. Und da müssen wir was reinstopfen. Das ist krass. Ich habe das vor über 20 Jahren gespielt. Warte. Nee, vor 16 Jahren. Wenn es 88 rauskommt. Gott verdammt, ich werde alt. Ja doch, 26 Jahre. Krass, gut. Und ich erinnere mich jetzt noch an solche nervigen Geräusche. Und ich weiß, wir brauchen ein Brot von einem Franzosen, die mir nerven sollen. Hier war sonst nichts mehr, denke ich. Öffne Tür. Geh zu Tür. Ich muss erst den Fernseher ausschalten. Boah, pingeliger Typ. Ja, unser Zack ist ganz schön oberflächlich. Aber bei so viel Geld und so einem riesen Fernseher, ne? Naheliegend. Oh, öffne Briefkasten. Ist verschlossen. Okay, benutze. Wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Kleiner Schlüssel mit Briefkasten. Nimm Briefkasten? Ist da was drin? Was ist Briefkasten? Das klappt so nicht. Lies. Briefkasten. Zachary McCracken, 13. Straße, 5858. Okay. Ah, hier ist der Franzose. Benutze Türklingel. Es ist geschlossen und wir haben sowieso kein frisches Brot mehr. Das interessiert mich nicht wirklich. Ich komme aus der Zukunft, ich weiß, was passieren muss. Zum Teil jedenfalls. Benutze Türklingel. Jo, ich bin's wieder. Hören Sie zu. Sie würden das Brot, das übrig ist, nicht haben wollen. Gehen Sie. Nö. Benutze Türklingel. Okay, Sie wollten es ja so. Das ist ein dezent hartes Brot. Nimm trockenes Brot. Okay, wir haben jetzt ein trockenes Brot. Das ist ein wenig komisch. Also ich nehme jetzt recht viel hervor, weil niemand würde auf die Idee kommen, normalerweise das zu machen, denke ich. Hoffe ich. Meine ich.
normalerweise wäre es so, man würde einfach nur die offensichtlichen Sachen mitnehmen, die man so findet. Und dann würde man in der Welt rumreisen. Und dann kommt man an Stellen, wo man nicht weiterkommt. Das heißt, man... So eine Stelle, die mir jetzt gerade eingefallen war, war mit einem Eichhörnchen. Ich weiß... Nee, nicht Eichhörnchen. Ich glaube, ein Vogel war das. Ich weiß, ein Vogel brauchte Brotkrumen. Und wir sind dann irgendwo am Arsch der Heide, brauchen Brotkrumen. Und dann müssen wir uns daran erinnern, dass hier eine Bäckerei war. Dann gehen wir wieder weg, wo immer wir waren, gehen zurück zum Airport, fliegen wieder hierher, nur um dann hier ein Brot abzuholen und fliegen dann wieder zurück. Das ist ein wenig komisch. Deswegen mache ich jetzt einfach hier alles, was ich schon machen kann und woran ich mich erinnere, um mal dieses Hin- und Hergefliege zu ersparen. Und hier ist TPC, das ist die Telefongesellschaft. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Das weiß ich nicht mehr. Man kann es ganz schön lustig tanzen. Aber wir haben, glaube ich, nichts zu verlieren. Ich guck mal rein. Vielleicht fällt mir irgendwas ein, was man hier mitnehmen musste. Ja, die kennen wir da. Nasenbrille und Hut. Oh, was ist das da? Lies. Bewerbung. Der King Fanclub. Zögere nicht, trete heute noch bei. Nimm. Bewerbung. Dumm. Okay, wir haben eine King Fanclub Bewerbung. Was ist Pflanze? Das klappt so nicht. Nimm. Pflanze? Nö. Ein Telefon, wir könnten mit ihm sprechen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das ist ein Alien mit einem komischen Hut. Dieses Schild. Telefongesellschaft, bitte zahlen Sie Rechnung hier. Also ich habe eine teure Telefonrechnung. Fernbedienung. Telefonrechnung da. Lies Telefonrechnung. $1,138. Wollen wir die zahlen? Warum? Wir brauchen unser Telefon. Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Aber ich habe keine Lust, jetzt Dollar zu bezahlen, wenn die traumatisierende Erinnerung an dieses Spiel primär ist, dass man am Ende kein Geld mehr hatte. Also nee, ich zahle meine Telefonrechnung nicht. Und ich rede nicht mit dir, weil du arbeitest mit den Aliens zusammen. Also, weg hier. Bis bald. Okay. Hier haben wir einen Bus. Damit könnten wir zum Airport fahren. Weil wir müssen ja noch nach Seattle. Zweiköpfiges Eichhörnchen und so. Ich höre komische Geräusche. Oh. Ah, das ist das Ding hier. Können wir dich ausmachen? Du bist ein nerviges Geräusch. Nein. Haarnadelschild. Nein, das kann ich nicht ausschalten. Das Ding müssen wir mitnehmen. Das Haarnadelschild. Das war für irgendwas wichtig. Lies. Haarnadelschild. Nein, Lies Schild. Vorübergehend geschlossen. Okay. Lies. Anderes Schild. Gesellschaft für Archäologie. Artefakte in Schlitz einwerfen. Aha, also das ist die Gegend, wo die Artefakte hinbringen sollen, was wir im Fernsehen gesehen haben. Also dahinter seine Traumfrau. Also seine Frau aus dem Traum. Öffne Tür. Loose Loans, das ist ein Pornshop. Hallo, junger Mann. Hallo. Wir können neue Sachen machen. Ich würde gerne kaufen die Nasenbrille. Ich würde gerne das da kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Das macht $3, bitte. Hier ist meine Cashcard. Und da wir eigentlich alles brauchen, kaufen wir jetzt alles. Das muss für ihn sehr komisch sein. Also er träumt von Aliens und irgendwie wird er von irgendjemandem, also uns, ferngesteuert, alle möglichen Sachen zu machen, die absolut keinen Sinn ergeben. Wie zum Beispiel jetzt einen Golfschläger zu kaufen oder eine Nasenbrille. Und den Werkzeugkasten brauchen wir auch. Den Hut brauchen wir auch. Den Tauch...
Kocher, Anzug. Den brauchten wir auch. Eine Gitarre brauchten wir. Und da links müssen wir gleich mal gucken, was da noch ist. Also der Typ wird sich auf jeden Fall freuen, dass er ganz viel Ramsch los wird. Danke, bitte. Kauf. Werkzeugkasten. Da. Und damit können wir eventuell das Haarnadelschild abmachen. Wenn eine Kneifzange drin ist. Ich weiß, da war ein Werkzeug drin, um das Rohr aufzumachen in unserer Wohnung. Und wir bräuchten eh noch was für die Bretter im Schlafzimmer. Ah, das geht auf, das geht auf. Hier hinten. Maniac Mansion. Ah, sehr schön. Wir würden gerne kaufen. Das da. Tauchanzug. Sonst sehe ich nicht wirklich viel. $145 für den Taucheranzug. Oh, feier. So. Das ist mein letzter Taucheranzug mit durchsichtigen Handschuhen. Super. Was ist? Da ist nichts. Was ist? Nö, kann man nicht anklicken. Gut, ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Ah, nee, die Gitarre. Kaufe Gitarre. Ich würde gerne das da kaufen. Warum? Keine Ahnung. Irgendwelche Stimmen in meinem Kopf sagen mir, ich brauche eine Gitarre. Und ich höre auf meine Stimmen. $139. Ich weiß nicht, ob es wirklich Möglichkeiten gab, Geld zu verdienen im Spiel. Müssen wir mal gucken. Also es gab hier eine Verkaufoption. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir verkaufen können. Also hier. Wir könnten unsere Telefonrechnung verkaufen. Ich denke nicht, dass das gehen wird. Zieh an. Nasenbrille. Zieh an. Hut. Tada. Wir sind getarnt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es sieht schon mal lustig aus. Und ich weiß, dass man das später brauchte. Deswegen haben wir auch davon geträumt. In dem Intro waren allgemein recht viele Hinweise zum Spiel. So, also wir... Oh, warte, wir brauchen das Haarnadelschild. Oh, da lang. Weiter, 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 weiter. Und dann hatten wir irgendwo Werkzeugkasten. Öffne Werkzeugkasten. Wow, schau dir all dieses Werkzeug an. Sehr schön. Wie Drahtschere. Benutze Drahtschere mit Haarnadelschild. Klick. Haben wir es aufgehoben? Haarnadelschild. Ja, sehr gut. Also wir haben Haarnadelschild. Wir haben hier noch nichts zum Reinwerfen. Das ist okay. Ich denke nicht, dass eine Drahtschere als Artefakt gilt. Wir haben hier drin alles leer gekauft. Das heißt, eigentlich alles, was hier noch bleibt, was mir einfällt, ist das Brot jetzt zu schreddern, um daraus Brotkrumen zu machen. Und danach können wir nach Seattle fliegen. Da rein. So, benutze Schraubenschlüssel mit Abflussrohr. Auch ganz schön lange. So, dann benutze das harte Brot, trockenes Brot mit Spüle. Mhm. Und jetzt schalt ein Schredder. Jetzt schalt aus Schredder. Und nimm das komische Brot. Haha, so, Brotkrumen haben wir. Nee, so, okay, das müsste alles gewesen sein. Auf zum zweiköpfigen Eichhörnchen. Sieht gut aus. Jupp, sagt der Mann mit Nasenbrille und Hut, der auf dem Weg ist, ein zweiköpfiges Eichhörnchen zu suchen, das eventuell irgendwas mit UFO-Entführung zu tun haben könnte. So, öffne Bus. Die Tür kriege ich von außen nicht auf und der Fahrer schläft. Haha, warte. Wo ist meine Tröte? Oh, Gitarre. Benutze Gitarre. Ich wüsste nicht wie. Okay, benutze... Nur so Tröte. Dö, 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 dö.
Aha, wach ist er. Hey, warum wecken Sie mich auf? Weil ich Bus fahren will. Ach so, Sie wollen zum Flughafen. Jo, das will ich. Steigen Sie ein. Benutze. Benutze Cashcard. Mit Cashcard-Leser. Also der Typ ist jetzt völlig durch. Er wacht auf, zerlegt seine Wohnung, nimmt alles mögliche an Zeug mit, läuft mit einem Goldfischglas unterm Arm durch die Gegend, nervt Franzosen, kauft einen Pornshop leer, zieht sich eine Nasenbrille und Hut an und dann belästigt er irgendwelche Busfahrer. So. Okay, auf geht's. So, du da. Was ist? Düpp, 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 düpp. Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Ja. Wie kriege ich das? Benutze Typ.